Hallihallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte euch heute gerne einen Tag mitnehmen, denn ja, wie man hier sehen kann, wurde für mich ein ganz toller Geburtstagstisch hergerichtet. Mein Freund hat mir Blumen geschenkt und was zu schnucken und kleine Fruchtzwerge und eine Karte geschrieben. Und ja, mir eine 26 aus Duftkerzen gestellt. Und als kleines Geschenk hat er mir eine Unterlage fürs Bett geschenkt. Ja, damit ich nicht mehr so friere, weil ich eine kleine Frostbeule bin. Und ich habe mir ein PS3-Spiel, und zwar das Move Fitness, gewünscht, damit ich endlich mal ein bisschen was für mich und meinen Körper tun kann. Und ja, kurz bevor ich jetzt zur Arbeit gegangen bin, seht ihr hier, wie mein Outfit aussieht. Ich habe mich ein bisschen frühlingshaft und duftig angezogen, weil das Wetter wirklich an meinem Geburtstag sehr, sehr schön war. Und das ist so auch eins meiner Lieblingsoutfits und ich finde es sehr bequem und sehr blumig. Ich habe mir einen Fischgrätenzopf geflochten und ein ganz leichtes Make-up, wirklich nur ein bisschen Concealer und Puder, einen Astor Lip Butter Lippenstift und ja, Mascara. Das war's schon. Und nach der Arbeit bin ich zu meinen Eltern gefahren und da habe ich auch nochmal einen wunderschönen gedeckten Geburtstagstisch mit kleinen Geschenken bekommen und ich habe mich darüber natürlich auch tierisch gefreut. In den Geschenken war zum Beispiel ein Kirschkernkissen dabei, was man erwärmen kann und aber auch kühlen kann. Und Grease-Karten, denn es geht nach Düsseldorf mit meinem Schatz. Ich kann mir endlich das Musical Grease angucken. Das finde ich nämlich wirklich total genial. Und Schokolade durfte nicht fehlen. Ich mag Nougat-Schokolade. Dann hat meine Mutter mir noch gedacht, eine Einkaufstasche zu schenken, die man in den Wagen reinhängen kann, sodass man nicht immer unnötige Plastiktüten mit nach Hause tragen muss. Und einen ein Eulenpullover, den ich wirklich ganz toll finde. Vielen Dank nochmal dafür. Und hier ist so eine kleine, ja, Innentasche. Also das ist so eine kleine Tasche, die man nochmal in seine Handtasche hineinstecken kann. Und die man wirklich von Handtasche zu Handtasche stecken kann. Hört sich doof an, ich weiß. Aber die sind super praktisch, diese Innentaschen. Und ja, vielen Dank dafür, dass ich auch nochmal so eine bekommen habe. Hier so ein kuscheliges Kissen mit kleinen Körnchen gefüllt. Das ist so ein Entspannungskissen, eine Art Schmetterlingsform. Finde ich auch ganz, ganz toll. Und ja, nachmittags ging es dann mit meiner Familie in die Eisdiele, lecker Eis gegessen und noch ein Cappuccino getrunken. Und meine Schwägerin und mein Bruder haben mir ein Hello Kitty Schoko Memory geschenkt. Das ist so süß. Dankeschön dafür. Und hier ist eine Tüte, das ist eine Douglas-Tüte von meiner besten Freundin, gefüllt mit ein paar tollen Dingen. Meine Praktikantin hat mir zum Beispiel Ferrero Küsschen geschenkt. Danke dir nochmal. Habe ich mich wirklich tierisch drüber gefreut. Und los geht's zu den Geschenken von meiner besten Freundin. Hier habe ich einen Palmolive Aroma Therapy Duschgel und ein Balea Lippenpflegestift. Ja, für trockene Lippen ist natürlich immer super gut geeignet. Auch das ist eine super Idee. Weiter geht es mit einem Duschgel, wollte ich schon fast sagen, mit einem Deo. Das hatte ich auch schon mal. Das riecht wirklich gut. Da müsst ihr mal dran schnuppern. Das ist wirklich ein sehr angenehmer Duft. Und dann hat sie mir noch ein neues Balea Glatt- und Glanz-Shampoo, natürlich ohne Silikone, geschenkt. Das ist natürlich super gut. Sie denkt nämlich an alles und sie weiß, was ich will und was ich brauche. Und ja, dann habe ich noch ein Maybelline Jade, Super Stay 7 Days Forever Strong Gel Nail Color Polish bekommen in der Farbe Lila und wie ihr sehen könnt, ist irgendwie alles lila. Und zu guter Letzt hat sie mir noch eine Limited Edition Kette in der Farbe Lila geschenkt und die ist die geilste Kette ever. Ich finde es super schön und vielen Dank an dich nochmal. Meine Schwägerin hat meiner Katze was Tolles genäht. Das ist ein wunderschönes, kuscheliges Katzenkissen und natürlich hoffe ich jetzt auch, dass es ihr gefällt und sie sich drauf wohlfühlen wird. Und ja, ich wollte mich abends fertig machen, zum lecker Essen gehen und was ist mir passiert? Ich habe mich verbrannt an meinem Lockenstab. Das war natürlich ein riesen No-Go und hat übelst wehgetan. Aber ich habe es irgendwie noch hingekriegt, mich zu schminken, so sah ich dann aus. Und ja, ein bisschen smokiger gehalten meine Augen und einen Nude-Lippenstift. Gut, die Locken sind jetzt nicht mehr wirklich was geworden, aber naja, egal.
Hab da natürlich gleich schon die Kette meiner besten Freundin umgetan, mit einem schwarzen Hemd und einem schwarzen Pullover kombiniert. Und fand das eigentlich sehr passend, ein bisschen schlicht gehalten und wirklich nur diese Statement-Kette ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Und ja, leider mit flachen Schuhen, weil ich momentan Probleme mit den Knien habe, leider Gottes. Und es war so lecker und wir waren so voll gefuttert, dass wir es nicht fertig geschafft haben aufzuessen. Deswegen haben wir die Reste mit nach Hause genommen für den nächsten Tag. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, mich ein bisschen zu begleiten. Und würde mich jetzt auch darüber freuen, wenn ihr noch bei meinem letzten Video vorbeischaut und euch das noch anguckt, wenn ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Ansonsten wünsche ich euch alles Liebe, bis bald und macht's gut. Ciao, ciao.